Die CSU Eisberg hat ihre diesjährige Jahreshauptversammlung abgehalten. Ortsverbandsvorsitzender Helmut Weigel begrüßte die Mitglieder und berichtete unter anderem über die Aktivitäten, die dieses Jahr geplant sind. Eines der Höhepunkte wird auch in diesem Jahr wieder die Eisbergkirwa sein, die von der CSU organisiert wird. Am 4. August wird der Knappenweg bei der Eisbergwirtschaft wieder ein großer Anziehungspunkt in dem Amberger Stadtviertel sein. Barbara Lanzinger war bei der Versammlung als Rednerin geladen. Die CSU-Stadträtin, die als erste Oberpfälzerin auf dem Nürnberger CSU-Parteitag im Oktober in den Parteivorstand gewählt wurde, sprach verschiedene Themen an, wie beispielsweise das Betreuungsgeld und die Stimmung für die CSU. Die Stimmung für die CSU ist gut, aus meiner Sicht hervorragend. Wir nehmen die Menschen mit all ihren Themen sehr ernst. Ob das Betreuungsgeld ist, ob das Schuldenabbau ist auf bayerischer Ebene, ob das Energiewende ist. All diese Themen versuchen wir mit den Menschen zu diskutieren. Und ich denke, die Menschen spüren, dass wir hier den Sachverstand haben, dass wir das Know-how haben und dass wir sie da ganz ernst nehmen und mitnehmen.